Servus Leute und willkommen im Grindelwald. Beziehungsweise ich befinde mich hier bei der Bahnstation Grund. Im Hintergrund seht ihr jetzt die wunderschöne Eiger Nordwand und in die Richtung geht es dann auf die kleine Scheidegg und von da aus weiter zum Jungfraujoch. Ich werde heute Abend zuerst in die Mönchjochshütte gehen und dort übernachten. Morgen früh, so wie es ausschaut, den Mönch machen. Und je nachdem, welche Leute da sind, versuche ich auch noch die Jungfrau zu machen. So, da geht es dann mit der Bahn zum kleinen Scheidegg. Übrigens, die Preise für das Ticket, die wollt ihr nicht wissen. Vielleicht schreibe ich sie mal ganz kurz in die Infobox, aber man könnte sich theoretisch auch 50 bis 60 Franken sparen, indem man zum Eigergletscher oder zu kleinen Scheidegg läuft. Habe ich mir heute allerdings bei den Temperaturen nicht angetan, weil ich erst gegen Mittag hier angekommen bin. Just for info. So, jetzt geht's endlich weiter. Das war erst ein Problem nach dem Eigergletscher, dass da ein Stein im Weg lag. Das passiert wohl einmal in 2 Jahren oder 3 Jahren und ich habe das ausgerechnet heute erwischt. Aber jetzt geht's weiter aufs Jungfraujoch. Jetzt kommen erstmal die Leute dran mit reservierten Sitzplätzen, haben wir leider nicht. Aber geiler Ausblick. Dann schon was los hier. Eismeer. Und jetzt schauen wir mal hier. Boah, alter Schwede. Gewaltig. Wir fahren jetzt weiter vom Eismeer Richtung Jungfraujoch. Hier könnt ihr optional aussteigen, einfach kurz aus dem Fenster schauen. Ja, hält ungefähr 5 Minuten und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir hier auf dem Jungfraujoch. Ich werde mir jetzt allerdings nicht mehr die ganzen Sachen anschauen, wie Eispalast und etc., sondern direkt zur Mönchjochshütte weitergehen. Ja, ist schon irreal, dass man hier auf 3400 Meter aussteigt, ohne sich bewegt zu haben. Aber so ist es ja. Zahlt auch einen sehr stolzen Preis dafür. Der Herr Guiazella, der Schöpfer der Bahn. Vielen Dank. Sehr geil. Wow. Und da unten der Aletschgletscher. Ein Traum. Ist etwas frisch. Aber alles dabei. Richtig geile Kulisse hier. Gefällt mir extrem gut. Jetzt gehen wir in diese Richtung, Mönchjochshütte weiter. Also man folgt jetzt einfach der planierten Spur der Pistenraupe vom Jungfraujoch in diese Richtung. Jetzt sieht man da unten den Concordia-Platz. Da müssten 3 Gletscher zusammenfließen. Angeblich, habe ich mal gehört, eine Tiefe oder Höhe von knapp 1000 Metern. Das müsst ihr euch mal überlegen. Eisdicke, unglaublich. Da oben müsste jetzt schon der Mönch zu sehen sein. Also, von hier kommen wir her. Alles planiert. Und da vorne ist die Mönchjochshütte. Aber mega geil die Stimmung. Mega geile Stimmung. Sehr, sehr geil. Könnte nicht schöner sein. Pack jetzt kurz aus. Da oben schlafe ich. Das war alles ziemlich cool. Ich habe jetzt alles angepasst. Steigeisen, Schuhe, nochmal kurz umgepackt und genau, es ist frisch, aber nicht kalt. Schauen wir mal, wo wir morgen früh hochkommen. Ich habe mich jetzt entschieden, noch eine Runde laufen zu gehen. Ich habe zwar die Scarpa Rebel Pro an, das sind ultraleichte Bergstiefel, das kann man schon mal machen. Einfach nur, um den Körper etwas in Gang zu bringen. Und da geht es dann morgen hinauf auf die
den Mönch. Das ist der Weg. Traumhafte Kulisse. Nochmal gerade schauen. Aber da oben wird es der Einstieg sein. Servus Leute. Ja, ich habe jetzt gerade noch einen kleinen Lauf gemacht, einfach nochmal um reinzukommen. Mir geht es gerade sehr gut. Ich habe viel getrunken, viel gegessen. Ja, ich verabschiede mich dann für heute und sage mal gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Es ist jetzt 10 vor 5 und ich habe jetzt gefrühstückt, das Bett aufgeräumt. Jetzt geht es gleich auf den Mönch. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Da hinten geht jetzt gleich die Sonne auf. Yeah. Sehr nice. Einstieg hier. So, jetzt da hinauf. Also schöne Zweierkletterei. Allerdings ganz anders wie in unseren heimischen Alpen. Sehr fester Fels. Aber muss man sich halt die Griffe und Dritte gut suchen. Also da unten scheinen die Krux gewesen zu sein. Hier lehnt sich jetzt das Ganze wieder zurück und ist weniger ausgesetzt. So schaut es hier aus. Also wieder Gehgelände nach der Kletterei. Und da oben vielleicht nochmal ein paar Kletterstellen. So geht es jetzt hier weiter. Und dann geht es meiner Meinung nach mal links am Grat vorbei. Und dann wieder auf den Grat. Und da oben ist schon das Ende von der Felskletterei. Und der Weiterweg hier. Super, hey. Blick zur Jungfrau. Da geht's jetzt weiter. Kurzes Blockgelände. So. Alles gut mit Steigeisen begehbar. Und dann da oben der Endgrat. So, jetzt sind wir auf über 4000 Meter angekommen und spätestens jetzt sind wir bei dem Punkt, wo man sagen kann, geht man am gesicherten Seil, geht man am kurzen Seil, ja oder nein. Ich sag nein, das muss man alleine beherrschen können und ja, wer sich sicherer fühlt, soll halt ins Seil eingebunden sein, aber kann auch viel mehr passieren, als wenn man solo geht. Das darf man nie vergessen, da wird es auch nie eine eindeutige Meinung drüber geben. Nice. Das hier ist unser Weg jetzt weiter.
schaut vielleicht aus wie Großglockner. Jetzt hier der Blick zum Mönch da oben und hier der etwas ausgesetzte Schneegrat. Allerdings, solange der Schnee fest ist, geht es noch. Geschafft, Mönch. Geil. Jetzt geht's aber auch gleich zurück. Und ich sag's euch ehrlich, noch nie so einen ausgesetzten Schneegrat gegangen im Leben. Alter Schwede, ist das Ding ausgesetzt. Aber geil, es dringt richtig ein in den Kopf. So ihr Lieben, also Mönch 4107 Meter. Ich mache hier gar nicht lang rum, es kommt jemand noch entgegen, die zwei aus Dänemark. Das heißt, ich mache mich jetzt einen Abstieg. Der Grat ist mega psycho. Der Ausblick ist natürlich gewaltig, ja. Der Ausblick ist gewaltig. Jetzt geht's wieder hier weiter. So Leute, jetzt habe ich mich nochmal entkleidet, es wird warm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Ausrüstung funktioniert wie ein Schweizer Uhrenwerk. Das alles, das ist einfach top und macht so viel Spaß. Hier im Westalp mit Top-Ausrüstung rumzulaufen, das funktioniert, die Fitness passt, es ist einfach ein Traum. Die gute Vorbereitung hat sich gelohnt, organisatorisch und fitnesstechnisch. Kletterei, Leute, muss ich ehrlich sagen, ist zweiter Grad, mehr nicht. Also das Gelände ist vielleicht etwas anders wie bei uns in den heimischen Bergen, aber kein Problem, das geht schon. Alles etwas fester auf den ersten Blick, aber oft dann auf der anderen Seite ist da mal ziemlich viel brüchig dabei, ja. Also und da geht es jetzt wieder retour. Von da komme ich her. Zwei, drei Schneefelder. Noch die letzten Klettermeter, die fand ich ja fast am anspruchsvollsten. Und dann zurück zur Hütte. Schade, das war es jetzt schon, echt kurz. Aber schön und mal kurz spannend. Vom Bergführer noch einen Eispickel gefunden. Geil, Grindelwald, richtig oldschool, aber geil. Schaut richtig nice aus. Selbstverständlich habe ich dem Bergführer den Eispickel zurückgebracht. Nicht, dass jemand meint, ich stecke den ein. Ich habe selber einen guten Eispickel. Ja, habe den Bergführer gerade noch gefragt. Die Jungfrau, absolut. No way, ist genau das, was ich auch sehe. Vergletschert, die kann ich nicht alleine gehen. Deswegen heißt es für mich jetzt hier noch schön Sonne tanken. Viel Zeit verbringen, weil das ist für mich definitiv gut, sich hier zu akklimatisieren. Und dann geht es auch schon weiter. Ich bin jetzt hier auf der Sphinx, das ist die Aussichtsplattform von dem Jungfraujoch. Ja, den Mönch habe ich nun hinter mich gebracht, sprichwörtlich. Er ist hinter mir und ja, wirklich eine schöne Tour, solo auf jeden Fall machbar. Noch die Worte an euch: aufpassen, vor allem am Gipfelgrat oben, am Schneegrat, extrem exponiert. Und ich habe auch jetzt gerade im Feldstecher nochmal geschaut, da sind immer noch Leute unterwegs. Das ist eigentlich zur Mittagszeit viel, viel zu spät. Wenn da irgendwas wegbricht, dann war es das, ja, also keine Chance. Ja, die Jungfrau, die jetzt auf der anderen Seite ist, die kann ich jetzt leider nicht besteigen, weil solo ist es absolut unmöglich. Ich habe mir gerade nochmal die Aufstiegsspur angeschaut und die Stellen völlig ausgeschlossen. Das endet im Unfall. Da hinten seht ihr die Jungfrau jetzt. Schade. Ist natürlich schön, wenn man das kombinieren kann, auch allein, weil es einen ganzen Haufen Geld kostet, hier überhaupt hochzukommen. Natürlich kann man auch
zum Jungfraujoch von unten gelangen, ist keine Frage, aber alleine ist es auch völlig ausgeschlossen. Das wäre es eigentlich soweit. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Servus.